Würdest du lieber Nägel aus deinem Pöppes drücken oder Ziegel? Was würdest du lieber tun? Would you rather? Ist ein mega lustiges Spiel. Wir bekommen immer eine Frage gestellt mit einem Entweder-Oder und wir müssen entscheiden, was wir lieber machen würden. Und das Verrückte an der Map ist, dass über 700 Leute im Prinzip ihre Antworten abgegeben haben und die gespeichert wurden. Und wir müssen immer voten, wer mehr gestimmt hat. Diese Map ist 10-mal besser, wenn man sie zu zweit spielt. Naja, wir wissen ja, der Debrilas hat keine Freunde. Wir gehen einfach mal weiter. Tada, ein Spieler. Ich spiele lieber alleine. Okay. Super Trinity, das ist der Macher von der Map. Und ja, wir haben hier Monumente. Und wir müssen da, glaube ich, unsere Achievements draufstellen. Keine Ahnung. Fly down to choose a level. Okay, hier also fliegen bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter. Wir drücken mal drauf. Hey, warte. Ey, cool. Ich hab doch gedrückt. Das war knapp. Sieht schon cool hier aus. Fancy Door. Okay, Frage Nummer 1. Was würdest du lieber? Dein Kopf hat die Größe von einem Lollipop oder dein Kopf hat die Größe von einem Beachball? Ein Lollipop. So ein Kopf. Einfach so. Oder, aber so ein Beachball ist doch auch irgendwie doof. Das ist so voll weich irgendwie. Ich weiß nicht. Also. Ja, aber, komm, wir nehmen Beachball. Da kannst du immer ein Basecap anziehen oder so. Yay, 76% haben sich für den Beachball entschieden und 24% für den... Warum wollen die denn so ein kleinen... Wollen die sich selber ablecken die ganze Zeit? Was würdest du lieber in der Wüste leben oder in der Antarktis leben? Oder beziehungsweise in der Arktis? Ich glaube lieber in der Arktis, oder? Weil ich meine, guck mal, du kannst immer weiter anziehen. Irgendwann siehst du aus wie so ein Marshmallow-Mensch. So 1000 Schichten Klamotten an. So voll die Zwiebel. Aber hier, weißt du, du kannst ja nicht so die Haut vom Körper reißen, weil dir warm ist oder so. Weil zu warm ist zu warm. Du kannst ja nicht immer weiter ausziehen, aber du kannst immer weiter anziehen. Also Arktik. Oh, 73%. Geil. Und, ja, cool. Was würdest du lieber? Ein Zombie sein oder ein Geist? Also Zombies schon cool, ne? Walking Dead stirbt auch nie aus und so. Aber Zombies sind dumm. Dein ganzes Leben so. Nee. Ein Geist wäre schon cool. Dann kannst du so Leute erschrecken. Ich nehme Geist. 93, okay. Die 7%, die Zombie sein wollen, die sind wahrscheinlich jetzt schon Zombies. Aber was würdest du lieber? Reich sein oder berühmt? Boah, das ist nicht so einfach. Weil wenn du reich bist, kannst du dir eigentlich Berühmtheit kaufen. Wenn du berühmt bist, wirst du wahrscheinlich reich. Also, naja, man kann auch berühmt sein, ohne reich zu werden, ne? Gibt auch Berühmtheiten, die sind nicht reich. Also, die sind so... Okay, wir sind reich. Jo, 68 zu 32. Das war schon knapp. Das war echt schon knapp. Also, denen ist Kohle egal. Ja, die wollen einfach nur, dass alle die geil finden, ja? Was würdest du lieber tun? Ein Superheld sein oder ein Superschurke? Boah. Das ist echt schwer. So ein Joker zu sein, ist schon geil irgendwie. Aber... Ich meine, so ein Iron Man zu sein, ist auch geil. Ich glaube an das gute Menschen. Und die guten Menschen sind die Mehrheit und die wollen Superhelden sein. Wow, 78 zu 22. Bis jetzt haben wir voll den Run. Was würdest du lieber? Hungrig sein oder durstig sein? Ganz ehrlich, es gibt Tage, da sitze ich 14 Stunden am Rechner und hab nichts gegessen und ich krieg von dem Hunger nicht mal wirklich viel mit. Aber Durst, das ist richtig böse, wenn du Durst hast. Vor allem stirbt man schneller, ne? Man verdurstet ja viel schneller. Also, ich glaube, kacke, ey. Ja, komm, hungrig. Was würdest du lieber tun? Go back in time, also in die Vergangenheit reisen oder in die Zukunft? Ganz ehrlich, die Vergangenheit ist doch Vollfahrt. Meine Vergangenheit kenne ich, habe ich rein zufällig, war ich dabei, ja. Und außerdem können wir alles aus Geschichtsbüchern und Dokus und weiß ich nicht. Andererseits könnten wir die Vergangenheit reisen und könnten böse Menschen töten. Aber in der Zukunft ist viel cooler. Ich möchte wissen, was für eine Technik es so gibt in der Zukunft. Aber vielleicht ist die Erde dann auch schon kaputt, weil wir haben voll alles runtergerockt. Boah, das ist nicht so ein... Ich nehme die Zukunft. 55 zu 45! Alter Schwede, ey! Das war knapp. Was würdest du lieber tun? Ein professioneller Drummer sein oder ein professioneller Gitarrist?
Ganz ehrlich, die Gitarristen machen, glaube ich, mehr Mädels klar, deswegen wäre ich der Gitarrist. Oder ein Drummer ist auch irgendwie. Nee, komm mal, wenn du Gitarre spielen kannst, so am Lagerfeuer, Alter, du machst sie alle klar. Gitarrist. 61 zu 39. Das ist schon etwa das, was ich mir jetzt auch so gedacht hätte. Was würdest du lieber? Frage Nummer 9. Die Zeit anhalten, wann immer du willst? Oder Zeit überspringen, wann immer du willst? Die Frage ist doch, wenn ich die Zeit einfriere, kann ich mich trotzdem noch bewegen? Also kann ich machen so, alles steht und ich kann so, kann irgendjemand mit dem Edding mal so ein Bärtchen malen und so. Aber kann ich das? Die Zeit skippen, wenn einem langweilig ist und so, beim Arzt im Wartezimmer sitzt. Ne, einfrieren. Ich gehe davon aus, dass ich mich bewegen kann und die Zeit einfrieren. 68% zu 32. Okay, gut. Oh, pff. Wir haben noch nichts falsch gemacht. Was würdest du lieber? Windeln für den Rest eines Lebens tragen oder nie wieder eine Konsole und Computer benutzen? Ich meine, hier ist kein Handy dabei, ne? Aber ich glaube, Smartphone ist auch dabei. Also auch nie wieder irgendwie, weiß ich nicht. iPhone, Samsung Galaxy, Huawei. Aber ganz ehrlich, Windeln. Ja! Wir sind durch! Level 1 haben wir geschafft! Geil! Lalalalalala. Wie gut ist das denn bitte? Kein Fehler! Level 1 Monument! Okay, complete level! Oh, wir sind zurück! Tada! Nur so ein Sound? Schade. Ich dachte, irgendwas passiert jetzt. Und vielleicht wird aus dem Wollblock so eine Statue oder so. Ja, okay, gut. Haben wir noch Flügel? Nein. Wir holen uns neue Flügel. Fancy Door. Was würdest du lieber tun? Die Kraft zu fliegen oder die Kraft unsichtbar zu sein? Fliegen, ganz klar fliegen, oder? Ich meine, unsichtbar ist doch total doof. Ich meine, du kannst voll viele Leute belauschen, aber eigentlich kannst du damit nichts anfangen. Also kannst du geheime Infos und so, ne? Aber irgendwie ist das doch doof, oder? Also Fliegen wäre viel cooler. Ich nehme Fliegen. Na, was? Wieso will man denn lieber unsichtbar sein und nicht fliegen? 45 zu 5. Okay, das war echt knapp. Aber Mann, was würdest du lieber? Würdest du lieber Nägel aus deinem Pöppis drücken oder Ziegel? Nägel? Ich schrote doch nicht mein eigenes Hinterteil. Ich meine, das ist doch... Spätestens am dritten Mal sieht das aus wie Nudelsieb und das kommt einfach in alle Richtungen daraus. Wer möchte denn Nägel pupsen? Also, Ziegel. Was? Wer nimmt denn Nägel? Entschuldigung, aber wer... Warum? Bin ein bisschen stuck. Was ist das? Was würdest du lieber? Ach, offensichtlich Nägel aus meinem Pöppis quetschen. Ein Tag in der Woche kein Internet oder ein Monat im Jahr kein Internet. Boah, das ist schwierig, weil ein Monat im Jahr, das wäre ein Zwölftel, ne? So, und ein Tag in der Woche, das wären schon fast zwei, das Jahr 54 Wochen, 52? Das wäre auf jeden Fall öfter, aber damit könnte ich besser leben. Ich nehme den Tag in der Woche. 77%! Wow! Okay, was würdest du lieber? Ein Haustier, das reden kann, aber in 5 Jahren stirbt? Oder ein normales Haustier, was in 15 Jahren stirbt? Das kommt jetzt natürlich drauf an, was für ein Haustier. So manche Tiere werden gar nicht. Weißt du, wenn du so einen Hamster hast, 5 Jahre, wäre geil. Aber so ein 15 Jahre Hamster, dann bist du auch famous. Der ist einfach so alt wie 3 seiner Generation, weißt du? Also, ja, komm, reden. Reden ist zu geil. Was? Reden ist zu geil. Hallo? Leute, ihr müsst über die Frage nachdenken. Nicht einfach drücken, so. Oh, der lebt länger, nimm ich den. Was würdest du lieber? Unendlich viel Zeit haben oder unendlich viel Geld? Das ist doch einfach, oder? Ich meine, ganz ehrlich, wenn du unendlich viel Zeit hast, kannst du unendlich viel Geld verdienen. Wenn du unendlich viel Geld hast, aber mit 30 tot umfällst, ja, weil du dein Geld nur in fette Big Macs investierst, ja, dann hilft dir die ganze Kohle nicht. Also Zeit. Warum? Was würdest du lieber? Würdest du lieber Pups haben mit Schokoladengeschmack oder Schokolade mit Pupsgeschmack?
Was ist denn das für eine Frage? Jeder nimmt doch das hier. Ist doch... Was? Warum? Warum will irgendjemand Schokolade mit Pupsgeschmack, Mann? Was würdest du lieber? Leben als Shrek oder leben als Esel? Geil. Also Shrek ist schon cool, ne? So das Sumpfmonster irgendwie. Der ist auch stark, der kann sich helfen. Ich meine, das Volk jagt ihn mit Mistgabeln und Fackeln und so, aber... Donkey ist halt echt ein bisschen Donkey, ne? Also der ist so ein bisschen... Aber der ist ganz lustig. Weißt du, guck mal, Shrek ist mir zu menschlich. Ich bin ein Mensch, das Leben habe ich schon, nehmen wir Donkey. Wow, 66%, wie cool. Was würdest du lieber? Zum Mond reisen? Oder den Grund des Meeres? Ganz ehrlich, den Grund des Meeres. Das ist bestimmt abartig. Angsteinflößend, aber auch ultra spannend, weil der Mond, ganz ehrlich, der Mond sieht aus wie so ein Kaugummi auf der Straße, weißt du, der ist so grau, kannst du ein bisschen hüpfen und so, also, aber ich habe ja Angst vor so tiefem Wasser, ne, aber das ist ja einmalig. Was? Lieber zum Mond? Alter, Leute, ernsthaft? Was würdest du lieber? Die Augen eines Adlers, achtmal so gut wie die des Menschen oder das Gehör von einer Wax-Motte? Was ist denn eine Wax-Motte? 150 mal so gute Ohren. Boah, ich würde durchdrehen. Ich trage ja Hörgeräte, ne? Und ich höre sowieso nicht richtig und so. Aber ich würde durchdrehen. 150 mal, ne? Guck mal, wenn du in deinem Raum bist, ne? Auf so einen Meter hörst du so eine Fliege, weißt du? So ein Bzzz oder so. Das hörst du, ne? So ein Surren. Und jetzt überleg mal deinen Raum oder dein Wohnzimmer oder whatever. So 150 mal. Und du würdest überall die Fliegen und Insekten und alles hören. Definitiv. 73%, danke. Danke, echt jetzt. Also, das muss so sein. Was würdest du lieber? Ein berühmter Schauspieler werden oder ein berühmter Musiker? Das ist echt schwer zu entscheiden, was die Mehrheit nimmt, weil viele wollen Schauspieler werden, viele wollen Musiker werden. Aber Musiker ist irgendwie cooler, ne? Es hat so ein bisschen mehr so ein bisschen rockiger, ein bisschen rotziger, so ein bisschen mehr. Muss nicht Rock sein, ne? So Justin Bieber ist auch so mehr so ein bisschen der Arsch, ne? Also so ein bisschen der Bad Boy. Und als Schauspieler. Das ist, glaube ich, schwieriger. Ich glaube, als Musiker kannst du dich besser selber verwirklichen. What? 14-6. Naja, Monument Nummer 2. Complete Level. Wow. Das ist schwieriger, als ich gedacht hätte. Tada. Wenn du mehr Was würdest du lieber tun sehen möchtest, dann schreib's mir doch in die Kommentare oder lass ein Like da. Mir hat's mega viel Spaß gemacht. Wenn du im Allgemeinen mehr sowas sehen möchtest, dann schreib mir das auch gerne in die Kommentare. Von meiner Seite aus vielen lieben Dank fürs dabei gewesen sein, fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Mit Farbe.